Wen haben wir jetzt? Wie heißt du? Ich heiße Ingo Tischel und komme hier aus Berlin. Du kannst ruhig das Mikrofon selbst in die Hand nehmen, dann brauche ich es nicht tragen. Weil ich werde dafür nicht bezahlt. Also das DGE ist für mich eine sehr gute Sache und eine gute Idee. Aber ich möchte auch noch dazu sagen, dass wir zusammen mit dem BGE auch ein europäisches bedingungsloses Grundeinkommen in Diskussion anschieben sollten. Denn in der südlichen Hemisphäre von Europa gibt es mittlerweile so viel Armut. Und die Minister, Finanzminister, die Regierungschefs setzen sich da oben in Brüssel einfach hin in eine Kommission. Und meinen, sie müssen immer die Banken retten, sie müssen irgendwie eine Transaktionssteuer machen, so eine Sozialversicherung für Banken, damit die Geld haben, damit die weiter zocken können. Und das kann das einfach nicht sein. Das ist unverantwortlich, Menschen sozial so im Elend zu belassen und ins Elend reinzutreiben. Da gibt es dann so eine Troika, die da meint, eben, wir müssen so ein Land mal eben bestimmen, was die für Sparmaßnahmen machen müssen und setzen ihre halbe Beamtenschaft auf die Straße. Das kann es nicht sein. Damit kann man keine Wirtschaft in Gang bringen. Da kann man mit nicht sparen. Da macht man nur noch mehr Verluste. Das muss alles mehr innovativ laufen. Da muss es einen infrastrukturellen Plan geben, gerade für die südeuropäischen Staaten. Denn wenn wir hier eine Armutswanderung innerhalb von Europa von Süd nach Nord kriegen, dann kriegen wir hier einen Konkurrenzkampf und wir kriegen einen Rechtsruck, den wir nicht mehr verkraften können. Und das halte ich für sehr gefährlich. Dann bricht nämlich Europa nämlich irgendwann auseinander und das kann es wirklich nicht sein. Und darum meine ich, lasst uns auch für ein europäisches Bedingungsgrundeinkommen eintreten, damit alle Menschen das gleiche Recht haben und das gleiche Einkommen haben in Europa. Danke. Dankeschön. Wir sollten auch